Na, wohin denn so eilig, Kleine? Wie bitte? Will sie mit uns was trinken? Was erlauben Sie sich? Schau, wie Sie frech werden, Eberhard. Loslassen, sofort. Aber kinderlich, bitte ich. Tu doch nicht so moralisch. Ihr seid doch alle gleich hier vom Theater. Also erst das Champagnerspiel und dann ab ins Hotel Separé. Na, wie wäre denn das? Das wäre impertinent. So fade Sachen führen wir hier in der Theaterklause gar nicht ein. Aber bitte nur nicht gar so scheu, wer will denn so spröde sein? Sowas wäre hier doch wirklich neu, nein, das hören wir nicht ein. Fräulein, gestatten Sie, dass ich Sie begleit in ein Separitel zu zweit. Knallt der Champagner dort und schäumt übers Glas, da versteht doch jeder einen kleinen Spaß. Fräulein, gestatten Sie, dass ich Sie begleit, denn ich hab so ein festliches Zeit. Meine Herren, geben Sie doch die Dame frei. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Wir brauchen keinen Hofmeister. Mir scheint aber doch, nachdem Sie eine Dame belästigen, Dame sehr gut, wahrscheinlich der Beschützer der Dame. Ich verbitte mir Sie, was Sie, wie Sie lümmeln. Sich keine Mühe. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Hier meine Karte. Da schau, Herr Viktor Ronay, akademischer Maler. Wird es Sie vielleicht auch interessieren, meine Bekanntschaft zu machen? Oh. Graf Lothar Meredith. Jawohl, Graf Lothar Meredith. Von dem Sie sich morgen früh die 10.000 Mark holen sollten. Jetzt natürlich können Sie sich den Besuch ersparen. Leuten wie Sie helfe ich nie. Beschützer flotter Dämchen, na, die brauchen keinen Preis. Es war mir ein Vergnügen, ja, es war mir ein Vergnügen. Beiderseits adieu, adieu. Pardon, pardon, ich war ein bisschen fech. Ich wusste ja nicht, dass ich Sie kränk. Pardon, pardon, pardon. Im Fasching sind die Damen meist nicht gar so streng, nicht gar so streng. Die Tugend hier im Nachtcafé, das ist ja mir ein Lumuté. Pardon, pardon, ich geh. Adieu, adieu. Adieu, adieu! Jetzt ist alles aus! Wir noch im besten Glück, so Gott im Wander sieht,
Ich werd schon wieder bald der Alte sein. Kommt, kommt! Ich hab da so ein Gefühl gehabt, es wird was geschehen. Oh, mein Teufel. Geh mal. Alles hin!